Das ist wirklich... Ja, ich möchte gerne, aber... So geht's nicht. So geht's nicht. Kriege ich wirklich nicht kaputt. Extrem robust. Wirklich, wirklich extrem robust. Ja, ich wollte mir das jetzt unbedingt mal kaufen, weil ich da schon mehrfach drüber irgendwas erzählt habe, ohne das mal wirklich ausprobiert zu haben, was hält denn das jetzt tatsächlich aus? Ja, man hört immer, es sei stabil. Wie stabil ist es denn nun wirklich? Und deswegen habe ich mir aus diesem Grund ein bisschen mehr als diesen Fetzen gekauft. Will da auch noch ein bisschen weiter mit experimentieren, noch ein bisschen was basteln. Wie dem auch sei jedenfalls, da kostet das halt 42 Euro für einen laufenden Meter von der Rolle, die, ich glaube, 1,40, 1,45 oder sowas breit ist. Ist eine Hausnummer, ne? Aber, ja, wie man sieht, ein wirklich unglaublich robustes Material. Das ist die dünnste Variante, die sie haben. Ich habe ein bisschen recherchiert und meine, es ist auch die dünnste Variante, die überhaupt hergestellt wird von dem Zeug. Und wiegt, haltet euch fest, 12 Gramm. Pro Quadratmeter. Ja, also nur mal zum Vergleich. Ein 3x3 Quadratmeter Tarp. Ja, gehen wir mal davon aus, es hätte keine Abspannösen und keine Verstärkungen am Rand und so weiter. Das wiegt ja auch alles entsprechend was. Aber ein 3x3 Tarp hat logischerweise 9 Quadratmeter. Ja, und was wiegt das so im Outdoor-Bereich? Ja, meistens so irgendwas zwischen einem halben Kilo bis 800 Gramm Silnylon, ne? Silikonisiertes Nylon, das Standardmaterial, eigentlich das fast meistverkaufteste Material für Zelte und Wetterschutz und Tarp und all sowas in die Richtung. Ja? Wie gesagt, wiegt dann so um die 5 bis 800 Gramm, sowas um den Dreh, 9 Quadratmeter quasi, ja? Ohne Abspannpunkte, ohne alles. 9 Quadratmeter von dem Zeug, ja, das ist 9 mal 12. Ja, was ist denn das dann? Das sind 108 Gramm. Ist lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich, was man mit dem Zeug potenziell für Gewichte einsparen kann. Ja? Und stabil ist es. Also ich würde mir aus diesem 12 Gramm Material würde ich für meine Bedürfnisse, wofür ich einen Tarp verwende, mir jederzeit eins machen. Abgesehen davon, dass ich noch nicht weiß, wie man das Zeug verarbeitet. Ja, aber vielleicht lerne ich das irgendwann mal und dann ist es immer noch scheiße teuer, weil wenn wir einen 9 Quadratmeter Tarp aus dem Zeug haben müssen, wollen, dann müssen wir halt eben auch 42 Euro für jeweils 1,4 Quadratmeter hier ausgeben. Rechnet euch selber aus, wenn ich das mache, sitzen wir morgen noch hier. Also, aber das wird teuer. Ja, das wird sehr, sehr teuer und ein 3x3 Tarp in Silnylon von der genannten Größe. Was kostet das? Das kriegst du für 30 Euro, für 40 Euro aus Fernost. Problemlos, völlig problemlos und in einer brauchbaren Qualität, dass das auch dann wirklich eine Weile hält. Tja, ja, also der Preis, es ist gar keine Frage, dass das arschteuer ist. So, zweiter Nachteil, wenn wir gerade bei Nachteilen sind. Das Zeug ist transparent. Ne? Sieht man damit scheiße aus, wenn man das als Regenklamotte beispielsweise anzieht? Ja! Was gerne gemacht wird, ist sich einen Regenrock, ich bin gerade dabei, aus dem Zeug herzustellen. Also quasi ein Kilt, nur halt eben aus. Ne? Und zum Umschnallen und zum Umgürten sozusagen, wenn es anfängt zu regnen, dann hast du obenrum... Da gibt es auch Leute, die da gerne einen leichten Regenschirm nehmen. Herzliche Grüße, du kannst dich angesprochen fühlen, falls du dich angesprochen fühlst. kann man machen, absolut. Ja, verstehe ich schon, dass das attraktiv wirkt. Und eben dazu noch so ein Regenrock, der muss ja nicht unbedingt zwingend jetzt aus dem Zeug sein. Weil wenn der aus dem Zeug ist, ich habe mal gemessen, Regenrock, den wir für mich brauchen, der hat ziemlich genau 1 Quadratmeter, bisschen mehr, 1,1 Quadratmeter für mich. Ja, und ich bin jetzt nicht der Allerkleinste und der geht noch ein Stück über die Knie und der wiegt dann, ja, kann man sich ausrechnen, 14 Gramm, irgendwie sowas, ohne Verstärkung, ohne Schnur zum Festzurren, ohne Reißverschluss sowieso, aber ohne Klettverschluss und so ein Zeug. Ja, dann wird er halt am Ende, weiß ich nicht, 40 Gramm wiegen oder 30 Gramm, weiß ich nicht, ist ja noch nicht fertig. Aber sieht man damit bescheuert aus? Ja!
ist mir das vollkommen egal. Ja, weil ich gehe ja raus, weil ich draußen sein möchte und es ist mir schnurzpiepkack egal, wie ich dabei aussehe. Ich bin ja draußen, ich bin ja nirgends. Und wenn ich jetzt nicht gerade in die Kamera quatsche, dann sieht mich da in meisten Fällen auch keiner. Blöd ist jetzt, wenn man ein Zelt aus diesem Material hat. Naja, Privatsphäre sieht anders aus. Das ist dann halt eben in der Wildnis auch egal. Macht ja nichts, da ist ja keiner. Campingplatz, muss man schon eine gewisse exhibitionistische Ader haben vielleicht. Und für Paare sicherlich auch nicht unbedingt optimal, vorsichtig ausgedrückt. Oder generell möglicherweise für Frauen. Wenn sich unser eins hier bärtiger Knilch mit ohne Haare und in mittleren Jahren mit leichtem Übergewicht da drin umzieht, das will sowieso keiner sehen. Also ich habe mir das jetzt gekauft, erstens mal, weil ich wirklich so einen Regenrock haben wollte. Zweitens, ich wollte dieses Material auf Teufel komm raus unbedingt mal ausprobieren, unbedingt mal wirklich kaputt reißen und mal testen, wie schwer ist denn das, wie haltbar ist denn das jetzt nun. Ne? Jetzt habe ich ja gesagt, das ist die 12 Gramm Variante. Es gibt noch eine 18 Gramm und eine 24 Gramm Variante. Kann man sich jetzt aussuchen, was man da nimmt und man kann sich dann ausrechnen, wenn die 24er doppelt so dick ist. Dann gehe ich jetzt mal spaßeshalber einfach davon aus, dass sie dann doppelt so reißfähig ist und dann müsstest du hier wirklich einen Schwarzenegger, ja, oder einen halben Schwarzenegger hinhocken, um das noch zerreißen zu können. Und das sind dann auch Kräfte, die der da aufbringen muss, um das kaputt zu kriegen, dass ich nicht weiß, wie man diese Kraft beibringen soll, außer mit Absicht. Das heißt, das Zeug ist dann für den Einsatz draußen zumindest mal quasi unzerreißbar. Ja, und dann ist ja das Nächste. Wo wirken denn diese Kräfte? Wirken die hier jetzt so mitten im Gewebe, dass man die Finger reinkrallt und sich dann richtig Mühe gibt, ne, und das Gewebe hier um die Finger drumherum wickelt? Das ist ja keine realistische Anwendung. Realistisch ist ja, dass man das als Zelt aufspannt beispielsweise, ja, und es dann flach und straff ist. Und flach und straff, keine Chance. Das kriegst du nicht zerrissen. Na, und schon gar nicht, wenn es doppelt so dick ist. Schon gar nicht. Dann ist es zwar auch doppelt so schwer, nämlich ganze 24 Gramm pro Quadratmeter, aber das ist immer noch viel leichter als silikonisiertes Nylon. Das leichteste silikonisierte Nylon, das ich mal gefunden habe, dass ich mich noch getraut habe, für irgendwas zu verwenden, ist ein 7D-Nylon, vielleicht schon mal gehört. Und das hat 36 Gramm pro Quadratmeter. Ist dann also dreimal so schwer wie das hier. Und immer noch 50% schwerer wie das 24 Gramm pro Quadratmeter Dyneema. Dafür kostet es aber auch nur ein Apfel und ein Ei verglichen mit dem Zeug. Man muss sich also schon wirklich überlegen, ob man zu viel Geld hat, wenn man wirklich beschließt, jetzt sich ein Tarp aus Dyneema zu basteln, das dann halt nicht 300 oder knappe 300 Gramm wiegt, sondern 150 Gramm oder im Idealfall sogar nur 100 Gramm. Irgend sowas um den Dreh. Aber da muss man schon, das muss man sich schon überlegen. Ob einem 100 oder 200 Gramm, sagen wir mal 200 Gramm Gewichtsersparnis, 180 Euro mehr Kosten wert sind. Und Transparenz. Transparenz kann ja auch erwünscht sein. Also bei einem Tarp, muss ich sagen, finde ich das gar nicht mal blöd. Da mag ich gerne ein bisschen durchgucken können, das stört mich nicht. Ich brauche es ja auch nur nachts oder am späten Abend. Das heißt, als Sonnenschutz brauche ich es nicht unbedingt. Wer das als Sonnenschutz wichtig findet, ja, je nachdem, welche Anwendung man jeweils vorhat, dann ist das natürlich auch wieder Mist. Wenn es irgendwas verdecken soll, ist das auch wieder Mist. Wenn man ein Tarntarp haben möchte, scheiße. Es gibt das Zeug zwar theoretisch in Farben, aber A, ist es farbig immer ein bisschen schwerer, nicht viel, aber ein bisschen, weil das kannst du an sich, kannst du das Material nicht färben. Du kannst einen zusätzlichen farbigen Layer noch einschweißen, sozusagen also bei der Herstellung mit einlaminieren und dadurch hat es dann ein bisschen Farbe und dann ist es nicht mehr ganz so durchsichtig. Eine gewisse Transparenz behält es aber immer, weil es einfach so unglaublich dünn ist. Ja? Ich glaube, das 24er ist dann auch deutlich weniger Transparenz, habe ich mir sagen lassen. Beim 12er, ja, also ihr seht es selber, da kann man schon sehr gut durchgucken. weitere große Vorteile von dem Zeug. Es ist 100% absolut wasserdicht. Das nimmt überhaupt kein Wasser auf, also so gar nicht. Das Material per se ist wasserdicht.
silikonisiertes Nylon-Beispiel, ne? Bleiben wir beim Zeltbeispiel, das kann sich sehr wohl mit Wasser vollsaugen und deswegen wird es ja silikonisiert, damit eben da eine wasserabweisende Schutzschicht drauf ist und es sich eben nicht mit Wasser vollsaugt. Die Silikonisierung führt dazu, dass das Material eigentlich nie Wasser durchlässt, also es regnet durch das Zelt nicht durch. Das klappt schon sehr gut, das ist dann dicht. Ja. Aber ein bisschen saugt sich das Material dann doch voll, zumindest auf der Oberfläche oder zumindest auf der Unterseite, so ein ganz kleines bisschen. Und das führt dazu, dass man dann am Morgen, wenn es geregnet hat oder durch das Kondenswasser am Morgen, ein bisschen einen nassen Zeltstoff hat. Nasser Zeltstoff ist schwerer als nicht nasser Zeltstoff. Man kann das oft ganz gut ausschütteln, man kann mit dem Lappen hingehen und im aufgebauten Zustand das Zelt noch abtrocknen. Das mache ich zurzeit eigentlich immer ganz gerne, weil ich das Wasser nicht mitschleifen möchte. Wenn man das nicht macht, dann trägt man das Wasser mit. Dann muss man es halt eben auch schleppen. Ne? So. Außerdem, dadurch, dass das Zeug überhaupt kein Wasser aufnimmt, dehnt es sich auch überhaupt nicht aus, wenn es nass wird. Silikon-Nylon-Zelte dehnen sich schon ein wenig aus. Und wer mal zu faul gewesen ist und man geht irgendwann des Nachts nicht nochmal raus, um das Zelt nachzuspannen, dann hat man morgens früh ein Problem, insbesondere wenn man ein Tunnelzelt hat, weil das hängt dann in der Mitte wunderbar durch, weil die Spannung ist raus. Das Material dehnt sich zwar nur so circa 2% oder irgendwie sowas, aber 2% reichen bei einer Länge von, ich frage jetzt mal, einem durchschnittlichen Trekkingzelt für 2 Personen, 4 Metern, da reichen 2%, um aus einem straff gespannten Zelt ein durchhängendes Zelt zu machen. Und drum muss man nochmal raus. Nochmal raus, solange es weiter regnet, macht keinen Spaß. Wahrscheinlich muss man sowieso aufs Klo irgendwann, dann kann man eh noch das Zelt nachziehen. Aber ich persönlich, wenn ich mal nachts raus muss, das kommt vor, ganz ehrlich, dann bin ich eigentlich froh, wenn ich so schnell wie möglich wieder ein Zelt verschwinden kann. Und wenn es sein muss, muss es sein und dann spannt man halt nach, ja. Aber darauf mal verzichten zu können, da hätte ich ehrlich gesagt Bock drauf. Also das ist auch ein Vorteil, der mir einleuchtet. Was das Zeug nicht ist, jetzt mal wieder ein Nachteil, ist atmungsaktiv. Man kann es auch nicht atmungsaktiv machen. Es gibt das Zeug nicht mit Poren drin oder sonst wie. Soll heißen, wenn du dir jetzt hier draus eine Regenjacke schneidern würdest oder eine Regenhose oder eben den besagten Regenkilt, der hält zwar den Regen draußen, die Jacke genauso, tipptopp und super, das klappt garantiert problemlos, aber jedes bisschen Schweiß, jedes bisschen Feuchtigkeit, was von der Haut abgegeben wird, bleibt unter der Klamotte auch drunter. Weshalb eine Jacke aus dem Material nur für Spezialanwendungen ein Thema ist. Das hat sich mal jemand, habe ich gesehen, selber gemacht, eine Radjacke für ganz kalte Temperaturen, bei denen er gerade noch so das Nötigste an Klamotten anhat und nur deswegen nicht friert, weil er entsprechend Strampel. Ja? Und für den war das dann ein Thema, weil er ja eh so am Limit des Nichtfrierens unterwegs ist. Wenn es regnet, einfach nur Atmungsaktivität, scheißegal, da wird es eh nicht sonderlich warm. Und wenn es regnet, sowieso nicht. Einfach nur was haben, womit er trocken bleibt. Und da war dann halt eben diese Dyneema-Jacke ein Thema und derjenige ist damit auch zufrieden. Das habe ich ausführlich gelesen, das hat er beschrieben in einem Blog. Kann man machen. Ist aber, denke ich, noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Für Zelte hingegen, ja, absolut. Wüsste ich wirklich nicht, was dagegen spräche, abgesehen vom Preis. Und ich würde super gerne von meinetwegen Hilleberg, das wäre schon toll, von Hilleberg ein Dyneema-Zelt. Ja, mit Hilleberg-Technik, also mit Hilleberg-Erfahrung in der Zeltproduktion und diesem krassen Zeug als Material fürs Außenzelt. Das wäre krass. Das wäre wirklich krass, ja. Aber vielleicht eines Tages. Ja, man muss ja. Gut, Nachteile weitere. Es soll möglich sein, dass sich das Zeug delaminiert. Ja, dass also diese zusammengeschweißten Schichten, die hier eine Rolle spielen, wieder auseinandergehen. Das soll möglich sein, aber das kann keine Langzeiterfahrungsberichte weitergeben. Wenn es mal ein Loch hat, ein Riss, sonst was, kann man das ganz einfach kleben mit stinknormalem Klebeband. Klebstoff hebt hier sehr gut auf dem Material. Es gibt spezielles Dyneema-Klebeband, das also aus dem genau dem gleichen Material ist und dann da auch gut drauf klebt. Das sollte also wirklich kein Problem sein, da einen kleinen Riss mal zu reparieren. Kann ein kleiner Riss mal schnell entstehen. Also ein Riss sicherlich nicht. Ne? Gerade wenn man den Stoff doppelt nimmt, ja.
wenn man den doppelt nimmt, und das würde man ja tun, wenn man das Material irgendwo verarbeitet, dann würde man ja nicht einfach so hingehen und da jetzt einen Tarp mit der ungeknickten Tante einen Tarp machen wollen, sondern man würde es mindestens einmal umnähen und dann hätte man es doppelt und damit wäre auch das 12 Gramm an dieser Stelle quasi das 24 Gramm, weil es ja doppelt ist. Testen wir mal, ob man das noch einreißen kann. Also ich kann euch verraten, einseitig geht's. Wenn du dann wirklich diesen hier machst, dann kannst du es schon einreißen. Ich mache das hier mal vor. Die Seite ist sowieso schon angerissen. Na, das geht. Das geht dann auch ehrlich gesagt relativ leicht. Man muss zwar schon bestimmt 1-2 Kilo, na, sagen wir mal ab 4 Kilo oder was, reißt es dann auch weiter ein. Der 12 Gramm Variante. Also wenn der Riss drin ist, das Zeug ist ja nicht Superman, ne? Aber doppelt. Versuchen wir es mal doppelt einzureißen. Nee, also krieg ich händisch nicht hin. Nee. So, spannend wäre ja jetzt noch die Punktierstabilität. Das hier ist ein handelsüblicher Stock. Soeben live vom Waldboden aufgehoben. Mit was halt so ein Stock, der im Wald liegt, halt für eine Spitze hat. Gut, testen wir mal. Gut, Stock bricht ab. Der ist jetzt auch nicht mehr besonders frisch, ne? Aber ein random Stock. Ist wichtig, dass das ein random Stock ist. Ja, also mit einem random Stock kriege ich hier jedenfalls kein Loch rein. Wenn ich mir jetzt irgendeinen sehr stabilen Stock suche, oder machen wir mal so. Vielleicht klappt das. Ups. Ja, aber auch mit viel Druck. Mit viel Druck geht's dann. Ne? Aber schon mit viel Druck. Das ist ja auch keine Bodenunterlage. Also kein Mensch ist bisher auf die Idee gekommen, 12 Gramm Dyneema als Bodenunterlage verwenden zu wollen. Ich würde auch behaupten, da geht es dann relativ schnell kaputt. Gerüchten zufolge, auch das kann ich nur langzeitmäßig irgendwann mal rausfinden, hoffentlich, soll es auch bei Abrieb, also sprich, wenn hier regelmäßig gerieben wird, da soll es dann auch nicht sonderlich abriebresistent sein, weil es halt doch ein sehr, sehr dünnes Material ist. Das ist ein Thema bei Rucksäcken. Ne? Man macht ja nicht nur Zelte da draus, sondern man macht da draus auch gerne Rucksäcke, dann allerdings das schwere Material, also das 24er, oder ein noch schwereres. Aber selbst wenn du einen 36 Gramm Dyneema nimmst für einen Rucksackstoff, dann ist der immer noch ein Viertel so leicht wie die Rucksackstoffe, irgendein anderer Rucksackstoff, der sonst so auf dem Markt ist. Ja, also spart in jedem Fall enorme Mengen an Gewicht. Auch da ist das Resultat dann ziemlich hässlich. So ein Ultraleichtrucksack sieht ja schön aus. Nein, hat also nichts zu tun mit einem, wie ich finde, einfach vom Design her, wirklich auch hübschen Rucksack, wie so mein Bundeswehrrucksäckchen hier, meinem kleinen Kampfrucksack klein oder Jägerrucksack oder wie auch immer der jetzt genau offiziell nach Dienstvorschrift eigentlich genannt wird. Bei uns hieß er einfach immer Kampfrucksack klein, egal. Jedenfalls ist meiner Meinung nach wirklich ein hübscher Gegenstand auch. Nicht, dass das eine große Rolle spielt, aber ein kleines bisschen vielleicht. Ein Rucksack aus dem Zeug, ist der hässlich? Oh ja. Ja, würde ich trotzdem jederzeit mit rumrennen, wenn ich einen hätte. Gut, also das heißt jederzeit, für längere Touren, nicht für mal eben in den Wald, weil dann ist mir wirklich Wurst, ob ich jetzt den, der ist ja auch nicht schwer, so ist das ja nicht. Der wiegt ohne Isomatte 800 Gramm, das kann man ganz gut tragen, also wirklich. Ja, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte jetzt noch mal gucken, ob ich denn mit meinem Finger hier durchkomme. Aha, ja. Das Material wird immer geschwächter, weil ich habe daheim, ich drücke da und reiß und ziehe da jetzt wirklich schon eine ganze Weile dran rum. Und daheim habe ich das mit dem Finger nicht kaputt bekommen. Ja, langsam wird es schwächer. Was sagt uns das? Naja, das sagt uns, dass die Haltbarkeit, die Langzeithaltbarkeit von dem Zeug, zumindest von dem 12 Gramm, nochmal, das ist das Dünnste, das es gibt, vielleicht nicht ganz so gigantisch ist. Ja? Also wenn man da die ganze Zeit mit viel Kraft dran rumreißt, dann geht es kaputt. Ja, aber trotzdem, für den Hauch von nix, den dieses Material hier darstellt, bin ich echt überrascht, wie schwierig das ist, das kaputt zu bekommen. Wirklich. Und auch wenn es einmal eingerissen ist, wenn man jetzt am Loch selber reißt, dann wird es weiter
Ja. Bei viel Kraft reißt es dann auch weiter ein. Wenn man hier neben dem Loch reißt, da ist es noch super stabil. Ja, also man kann so einen Riss bestimmt ganz gut flicken und angeblich soll das gut geflickte Material mit diesem speziellen Flicktape, das ist übrigens gar nicht mal so teuer, erstaunlicherweise, mit diesem speziellen Flicktape soll das dann auch wieder so gut sein wie neu oder teilweise ist diese Verbindung dann sogar angeblich stabiler als das Material selbst. Ist ja auch viel dicker. Naja, das sind also so meine ersten Überlegungen, meine ersten Spielereien mit Dyneema. Weiteres wird folgen. Ich bin im ersten Moment wirklich ziemlich hin und weg von dem Zeug. Ja? Also wenn man sich nicht große Mühe gibt, es kaputt zu machen, kriegt man es nicht kaputt. Wenn man es doppelt nimmt, hat man sowieso keine Chance mehr. Und ich meine, ja, nochmal, die Belastungsstellen von einem Tarp oder einem Zelt oder sonst was, die sind ja immer am Rand. Und in der Mitte, über die gesamte Fläche, über eine lange, große Fläche von dem Material, wenn du damit dran reißt. Und das ist ja glatt. Wo sollen da die Kilos herkommen, also die Kraft herkommen, die Kilonewton eigentlich, die notwendig sind, um das zu zerreißen? Weil es ist ja ein glattes Zelt. Der Wind pfeift da ja drüber. Da sind ja keine großen Segel dran, die irgendwie dafür sorgen, dass alle Kraft auf das Zelt übertragen wird und die Kraft wirklich auf das Material übertragen wird. Drum, also für Zelte kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wie man das kaputt kriegen soll. Es sei denn halt eben durch die Langzeithaltbarkeit. Kann ich jetzt nicht realistisch was zu sagen, außer dass dieses Stück, je länger ich da dran rumzerre, desto fragiler wird's. Das kann ich bestätigen. Ja. Aber das ist ja auch wieder keine realistische Verwendung. Ja, ihr seht mich ein wenig ratlos und ihr dürft mir gerne mal eure Meinung mitteilen. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, was wir noch schnell machen könnten. Ich habe hier eine spitze Nagelfeile, ne? Hier sowas. Das, weiß nicht, ob er das jetzt erfolgreich scharf gestellt hat, jetzt anscheinend schon. Die läuft spitz zu, die hat jetzt aber keine Spitze im Stil von so richtig krass sofort, sobald du da drauf drückst, fängt es an zu bluten. Aber die ist schon sehr, sehr spitz. Ich möchte mal testen, wie gut kommen wir denn da hier durch. Oh ja, sehr gut. Das hätte mich auch überrascht. Das hätte mich wirklich überrascht. Also mit spitzen Gegenständen hat man gleich ein Loch. Das ist auch was ich ebenfalls gelesen habe. Dann kommen wir auch wirklich langsam zum Schluss, dass wenn man das gerne für Aufbewahrungssäckchen verwendet, dann sollte man in diese Aufbewahrungssäckchen halt nichts Spitzes reintun, weil was Spitzes bohrt sich dann doch ziemlich schnell und einfach durchs Material. Das geht wirklich einfach. Das ist dann also nicht das Problem. Wenn man einen spitzen Metallgegenstand hat, dann ist das kaputt. Also für Heringe vielleicht relevant, dass man für ein Heringsäckchen dann nicht unbedingt das 12 Gramm, sondern eher das 18 Gramm oder gar das 24 Gramm nimmt. Pro Quadratmeter, nochmal, ja? Also für ein Heringsäcklein, was braucht man da? 0,1 Quadratmeter, bestenfalls. Dann ist man bei 2,4 Gramm. Oh, schrecklich. Das ist schon geil. Das ist schon wirklich geil. Wasserdichtigkeit habe ich bisher nur so ein bisschen unterm Wasserhahn ausprobiert. Kann ich auch noch nichts Langfristiges zu sagen. Unterm Wasserhahn ist natürlich großartig. Absolut, gar kein Thema. Und weitere Untersuchungen. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Das war das gemütliche Geplauder zu Dyneema. Ich wünsche euch was und jetzt wird es auch gleich dunkel. Deswegen gehe ich heim. Dann brauchen wir auch das bessere Objektiv nicht bemühen und müssen auch nicht mein Gesicht in Großaufnahme ertragen. Schön, ne? So, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit irgendwas anderem. Und tschüss.